Beim Proben fällt Fischer Dieskau mit einer musikalischen wie textlichen Rollenbeherrschung auf, mit leidenschaftlicher wie rationeller Arbeit. Erstmals sang er in der Münchner Weihnachtspremiere 1973 Puccini, den Giannis Kiki und im Einakter der Mantel den alternden Kahnschiffer Marcel, dem seine Frau, gesungen von Julia Varadi, untreu wurde, Günter Rennert inszenierte. Weiß, dass du nicht einschlafen darfst. Weißt, dass du nicht schlafen darfst. Mhm. Nicht darfst. Dann antwortest du sie, was willst du damit sagen? Mhm. Sagt, ich weiß es selbst. Damit ist er eigentlich vollständig ausgelaufen. Ja. Er hat sich vollständig ausgegeben. Und jetzt ist es typisch für die Echtheit und Größe seines Gefühls zu ihr, finde ich, dass es jetzt ganz still wird. Ganz still, ohne irgendeinen Affekt, sagt er ihr das nochmal. Ich finde grundsätzlich das sehr viel interessanter und sehr viel aufregender, mit intelligenten Menschen zu arbeiten, wo eben ein Echo kommt, wo auch schon Vorstellungen da sind, über die man sich auseinandersetzen kann und über die man sicher bessere Ergebnisse erzielen kann, als wenn man einem Sänger oder einem Schauspieler nur etwas vorspielt, etwas vormacht, was er dann sklavisch nachmacht. Das ist immer meine Auffassung gewesen. Na, das würde auf den Fall ganz besonders zutreffen. Das ist ein ganz typischer Fall eines Sängers, eines Sängersdarstellers, der eben doch auch ganz profunde eigene Auffassungen mitbringt, über die auseinanderzusetzen, mit dem immer, glaube ich, ein Gewinn oder eine Freude ist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man ihm irgendetwas aufoktroyieren würde, zu dem er nicht selber auch eine Meinung hat. Das gerade ist das Fruchtbare an der Arbeit mit ihm. Herr Dr. Rennert, man sagt bei Fischer Dieskau, er würde pathetisch singen. Ein Regisseur müsste ja allergisch gegen Pathos sein. Ja, im Grunde ja, nur glaube ich, sollte man einen Unterschied machen zwischen pathos und pathetisch. Unter pathetisch findet man ja, versteht man ja einen aufgesetzten, wenn nicht falschen Ausdruck, während ein Pathos durchaus echt sein kann. Kann nämlich durchaus kongruent sein einem intensiven, besonders starken Ausdruck einer menschlichen Äußerungsform. Und das, finde ich, könnte doch durchaus Ziel eines sängerischen Ausdrucks sein. So verstehe ich Pathos, wenn Sie ihn in Verbindung mit Fischer Dieskau mich darauf ansprechen. Ich meine, dort ist das Pathetische für mich niemals in Erscheinung getreten. Ja, aber doch ein echtes Pathos, was kommt natürlich ganz aufs Thema an.
durchaus am Platze sein kann und da eben Inhalt und Echtheit eines ganz tief empfundenen großen Ausdrucks sein kann. Bleibe doch hier bei mir. Denkst du denn nie mehr an die vergangene selige Stunde voll? Der Dirigent des Münchner Puccini-Abends, Wolfgang Sawallisch, arbeitete schon oft mit Fischer Dieskau. Ich glaube, dass ich aus langjähriger Erfahrung mit Fischer Dieskau sprechen kann, wenn ich sage, dass ich Fischer Dieskau heute für eine Erscheinung halte auf dem sängerischen, musikalischen, darstellerischen Gebiet, die vielleicht in vielen, vielen Jahrzehnten einmal vorkommt. Und ich glaube, dass man vielleicht gerade wegen der Vollkommenheit, wegen der Einmaligkeit versucht ist, dann schon wieder diese Einmaligkeit gar nicht in Erwägung zu ziehen, gar nicht daran glauben zu können und man deshalb glaubt, man muss irgendwie mal einen Einwand machen oder man muss sagen, dies und jenes könnte vielleicht noch anders sein. Ich glaube, dass das nur aus der Tatsache heraus geschieht, weil man die Vollkommenheit, mit der er sich auf der Bühne, im Konzertsaal, musikalisch und in jeder Beziehung bewegt, einfach nicht wahrhaben will. Beispielsweise sagt man ja, dass Herr Fischer-Dieskau mehr spricht als singt und dadurch auch die musikalische Linie zerstört. Dazu möchte ich sagen, dass ganz im Gegenteil für mich die musikalische Linie durch ihn ganz besonders hervorgehoben wird. Vielleicht ist man es nicht gewöhnt, es hat bestimmt Zeiten gegeben, wo man den reinen Belcanto-Gesang vielleicht bevorzugt hat, aber in der heutigen Zeit, glaube ich, geht das nicht mehr. Ich möchte sagen, dass er jede Phrase, sei es im Lied, sei es in der Oper, mit so einer unerhörten Vollkommenheit des Wortes durchdringt. Vielleicht kann ich am besten es darstellen, wenn ich mich erinnere an den einer der letzten Sätze, die der Wolfram im Tannhäuser an die Elisabeth richtet und sagt, Elisabeth, dürft ich dich nicht geleiten. Ich glaube, wer einmal diesen Satz von Fischer-Dieskau gehört hat, wie er den drei-, vierfachen Sinn, der hinter den Worten steht, musikalisch deklamiert und das zum Ausdruck bringt, was hinter den Worten steht, der wird nie auf die Idee kommen, zu glauben, er könnte durch seine unerhörte Wortverständlichkeit die melodischen und musikalischen Linien zerstören. Er hilft mit seinem Text, wirklich die Musik zu verstehen und einmal auch etwas darzustellen, was eben bis jetzt nicht da